Hallo Leute, gerade wenn es ums Thema pflanzenbasierte natürliche Ernährung geht, kommt bei ganz vielen Menschen der Einwand, dass das ja nachher noch nichts schmeckt, einfach mal alles verzichten muss. Und gerade diese Whole Food Plant-Based Bewegung, die geht ja ganz stark in diese Richtung, unverarbeitete Nahrungsmittel zu verzehren. Sprich, kochen ist in Ordnung, aber man sollte nichts zusetzen, keine Öle, keine irgendwelchen Geschmacksverstärkern oder was. Also die Lebensmittel so natürlich, naturbelassen wie möglich zu essen. Und wenn man jetzt jemandem sagt, naja, wenn du was gegen deine Krankheit machen willst und dich besser fühlen willst, etwas für deine Gesundheit machen willst, dann wäre das die ideale Ernährung, eine pflanzenbasierte Ernährung auf ganzen Lebensmitteln aufbauend. Dann haben viele eben die Befürchtung, na, dann entgeht mir ja alles an geschmacklichen Gelüsten und das schmeckt ja langweilig. Es ist so wie bei vielen, dass gerade in dieser Ernährungsform dann sich natürlich die Geschmacksnerven sich neu orientieren müssen am Anfang, aber dann wirklich man anfängt, diese kleinen Nuancen in den Lebensmitteln wieder zu schmecken. Also man schmeckt ein grüner Salat und Tomaten irgendwas im Garten sein, die schmecken dann so unwahrscheinlich noch viel mehr, als das die meisten Leute gewohnt sind, wenn diese ganzen Zucker, Salz und Fettsachen nicht mehr rein sind. Und es ist dann eigentlich irrsinnig bereichernd, weil man eben nicht mehr so überstimuliert wird. Unsere ganze Gesellschaft ist ja auf diese Überstimulation aufgebaut. Also wir brauchen immer noch mal mehr den Kick. Wir müssen uns Horrorfilme anschauen, damit wir nochmal einen Adrenalinkick kriegen. Bungee-Jumping. Es muss laute Musik sein. Es müssen schrille Farben sein. Es muss immer wieder was Neues sein. Und das regt eigentlich alles unser Belohnungs-, unser Suchsystem, unser Dopaminsystem im Gehirn an. Und wir sind von dem her eigentlich alles Junkies, kann man sagen, die immer nach dem neuen Kick suchen, in allen Bereichen, eben auch in der Ernährung. Was anderes ist es, wenn Leute nicht mehr zu schätzen wissen, und da werde ich mal kurz da herumfilmen, wie schön wir eigentlich, also in vielen Teilen, zumindest jetzt da von Tirol noch, und ich glaube, ich hoffe in vielen Teilen der Welt noch, wie schön wir leben. Das heißt, dass es da an Farbenvielfalt, an Gerüchen, an Eindrücken, an schönen Mustern, Geräuschen, was da im Wald alles gibt, das ist eigentlich, wenn man sich ein bisschen abgewöhnt hat, diese ganze Schnelllebigkeit, und ich will gar nicht sagen, dass ich mir das alles abgewöhnt habe, aber wenn man wieder ein bisschen zurückfindet zu diesem Ursprünglichen und es gewohnt ist, dass man eben immer nicht mehr so überstimuliert wird, dann kann man nichts Schöneres vorstellen, als da zu sitzen und diese Eindrücke, das wirkt so irrsinnig befreiend und beruhigend auf die Psyche und auf den Körper auch, wenn man einfach genießen kann, dass man ein Teil von dem Ganzen ist und dass es nicht nur mehr Action sein muss und nur mehr Dopaminreizung eben. Wie gesagt, das gilt aus meiner Sicht für die Ernährung, das gilt auch für die Übersexualisierung, wie es in den Medien oft ist, aber eben auch für den Aufenthalt in der Natur oder für was Schönes erleben. Also deshalb mein Tipp, wer das versuchen will und sich da ein bisschen umschwenken will auf eine vielleicht, muss nicht unbedingt gesünder ist natürlich auch, aber vor allem ich würde sagen, auf eine lebenswertere Lebensweise umschwenken will, dem bin ich gerne eine Unterstützung. Ich sage, ich lebe das selber und ich coach sowas auch natürlich. Und ich empfehle jedem, auch das alleine zu probieren. Einfach wieder rausgehen in den Wald, die Ruhe suchen, den Wald genießen, sich ernähren mit Sachen, die wirklich ursprünglich sein, wo man nur wirklich ursprünglich den Geschmack findet und auch nur dann essen, wenn man hungrig ist, dass man auch das wieder spürt, einen Bezug zu seinem Körper kriegt. Ich würde sagen, das ist ein weiterer Teil eines gesunden, erfüllenden Lebens. Schönen Tag noch euch.